Jeder aus dem P-Seminar, der Freistunde hat, hilft mit. 15 sind sie insgesamt. Eigentlich ist bei ihnen gerade Lernen angesagt. Nach Ostern geht das Abi los. Sie wollen aber unbedingt nochmal ihre Sportdrinks produzieren. Denn ihre King of Berries sind extrem beliebt. Sie kosten 1 €. Und beim Gelben ist noch etwas auf Lager. Halber Kasten oder sowas. Aber das ist jetzt auch. Nächste Woche ist es auf jeden Fall dann weg. Die Gold Edition. Ein Mix aus Ananas und Orange. Logo und Design selbst entworfen. Oben im Chemiesaal erstmal umziehen. Nach langem Hin und Her und einer Abstimmung im P-Seminar sind dann im Labor 2 Sportdrinks entstanden. Dann haben wir das getestet, mehrfach, am Halbmarathon und bei verschiedenen anderen Veranstaltungen, auch von der Schule. Also die Leute haben das schon gern getrunken und auch viel getrunken davon. Und jetzt, wenn es nur ein bisschen besser geworden ist, die Rezeptur, dann hoffen wir, dass es noch ein bisschen besser geht. Heute im Chemielabor wird die Red Edition gemixt. Traubensaft, Cranberry-Saft und Erdbeersirup kommen da unter anderem rein. Der rote Drink ist beliebter als der gelbe. Er ist süßer. Erdbeersirup ist da schon drinnen? Nein. Noch nicht? Maltodextrin auch noch nicht, oder? Bei ihrer ersten Charge im Januar brauchten sie noch Sponsoren. Jetzt bezahlen sie die Zutaten mit dem Gewinn vom Verkauf. Beim Abfüllen später werden die Flaschen auf über 70 Grad erhitzt, um haltbar zu bleiben. Dabei können sie zerspringen. Der Verlust beim letzten Mal 10 Kästen. Da hoffen wir dann, dass diesmal vielleicht ein bisschen weniger wird. Wir rechnen mit dem Schwund, aber wir haben das mit einberechnet, deswegen füllen wir 30 Liter mehr ab. Eigentlich ist das P-Seminar seit Januar zu Ende. Im Februar gab es schon die Noten. Von daher freut es mich umso mehr, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Punkte zu erzielen, sondern dass man sagt, man hat irgendwas kreiert oder geschaffen, was eigentlich weiter Bestand hat. Da kostet noch ein bisschen was rein da. Jetzt muss nur noch Wasser dazu. Dann sind die Fässer fertig fürs Abfüllen. Auch beim zweiten Mal schenkt ihnen das die Brauerei. Beim Abfüllen können sie leider nicht dabei sein. Es wird irgendwann schnell in der Produktion dazwischen geschoben. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir diesmal nicht so viel Schwund haben. Und wir haben den ja auch ein bisschen berücksichtigt. Von dem her, der wird das schon passen. Eine Woche später. Die frisch etikettierten Flaschen sind fertig zum Einräumen. 44 Kästen sind es dieses Mal insgesamt. Wir haben bei dem Gelben ungefähr genauso viel Schwund gehabt wie letztes Mal. Aber beim Roten haben wir 100 Liter Verlust gehabt durch das Abfüllen. Aber wir sind grundsätzlich zufrieden. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Abfüllung machen können. Allein beim Roten also doppelt so viel Verlust wie bei der ersten Charge. Den Automaten befüllen sie gerade zum letzten Mal. Das übernimmt ab jetzt die 11. Genauso das Rezept. Die King of Berries bleiben also an der Schule.